Hallo zusammen, das war's mit der Pause. Jetzt ist es vorbei. Ihr seht vielleicht, ich bin umgezogen. Ja, also die Umgebung ist etwas anders. Neues Büro, das muss erstmal eingerichtet werden. Hier stehen noch ein Haufen Kartons. Sobald hier alles eingerichtet ist, gibt es einmal die Woche ein neues Video. Fängt diesen Freitag an mit den neuen Apple-Geräten, das iPhone XS, die Apple Watch Series 4. Dazu werden sehr, sehr viele Videos kommen und auch mein erster Livestream hier auf YouTube wird es am 21. abends gegen 20 Uhr ungefähr geben. Könnt euch schon mal darauf freuen. Jetzt geht es nach dem Intro gleich los. Kaufempfehlung: iPhone XS. Braucht ihr das? Welches Modell habe ich bestellt? Die neue Apple Watch. Was kann sie? Welche habe ich bestellt? Welche empfehle ich euch weiter? Falls ihr keines der Videos verpassen wollt, klickt auf Abonnieren dort unten. Am besten auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Ja, dann geht's dann auch jetzt los mit diesem Video. Viel Spaß! Heute vor einer Woche, am 12. September, war die Keynote für das neue iPhone. Ich habe da bis jetzt noch kein Video zu gemacht. Ich war an der Keynote live bei Joel im Joker Studio. Video dazu ist in der Beschreibung. Das haben wir live gestreamt. Ich war dabei. Wir haben live kommentiert, was unsere Meinung so dazu ist und so weiter. Könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Seitdem kam auf meinem Kanal kein Video, auch davor schon längere Zeit. Großes, großes Sorry. Ihr seht es ja, der Umzug ist noch nicht ganz komplett fertig. Deswegen, wir haben noch mega viel Stress hier. Ich muss hier noch so viele Sachen anbauen. Deswegen kann sich das noch etwas verzögern. Trotzdem, diese Woche Freitag, den 21., kommen die neuen Apple-Geräte. Ich bin schon mega aufgeregt, wie jedes Jahr, wenn neue Apple-Geräte kommen. Ich liebe es, neue Apple-Geräte zu bekommen. Ja, falls ihr es mitbekommen habt, 10S, 10S Max gibt es jetzt und ein 10R, eine neue Apple Watch Series 4. Ja, also das dritte iPhone kommt erst Ende Oktober, Mitte, Ende Oktober. Also können wir da auch erst ein bisschen später darüber reden. Jetzt geht es erstmal um das 10S und 10S Max. Wie alle 2 Jahre kommt bei Apple mal wieder ein S-Modell raus. Das heißt, ein bisschen besserer Prozessor, ein bisschen bessere Kamera, alles ein bisschen besser, aber keine große Neuerung. Genauso ist es auch beim 10S. Ja, also ich weiß nicht, warum so viele sagen, das war die schlechteste und langweiligste Keynote ever. Es ist jedes zweites Jahr so. Na, wenn das S-Modell rauskommt, ein bisschen besser da, ein bisschen besser da, aber keine große Neuerung. Na, genauso ist es jetzt auch mit dem 10er und 10S. Wenn ihr einen 10er habt, das reicht absolut. Ja, also ihr braucht kein 10S kaufen. Ihr habt im 10S gibt es den neuen A12-Chip, den A12 Bionic, schnelleres Face ID oben, eine bessere Kamera mit größeren Pixeln, was ein bisschen bessere Bilder machen soll. Wir haben Smart HDR, das ist aber Software-Sache. Wir haben schnelleres LTE. Ja, wir haben eine extra Antenne dort unten, wo schnelleres LTE ermöglichen soll. In Deutschland eh nutzlos, sage ich jetzt mal. Und wir haben schnelleres Wireless Charging. Dazu kommt auch noch mal ein separates Video. Wireless Charging ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Könnt ihr mir eure Meinung gerne mal dort oben in die Abstimmung mit reinschreiben. Auflösung zu der Abstimmung gibt es dann im nächsten Video. Könnt euch schon mal darauf freuen. Jetzt bei diesem Jahr wurde nicht nur das S-Modell vorgestellt von einem 10er, sondern auch ein 10S Max. Ja, der Name ist ein bisschen komisch, haben sie aber so begründet, da sie ja schon ein Plus-Gerät haben und dieses 10S Max ist größer als ein Plus-Gerät und größer als Plus, haben sie gesagt, ist Max. Und nächstes Jahr heißt es dann Tom und übernächstes Jahr Jerry oder keine Ahnung, wo das hingehen soll. Auf jeden Fall, das 10S Max habe ich auch vorbestellt, glücklicherweise bei der Telekom mit einer Vertragsverlängerung. Ich habe immer das Glück, dass wenn neue iPhones rauskommen, dass mein Vertrag da gerade zu verlängern ist. Deswegen habe ich da Glück, dass ich da etwas günstigeres Telefon bekomme. Denn die neuen iPhones sind mal wieder die teuersten iPhones, die es jemals gab. Was haben wir von Apple anderes erwartet? Ja, wir haben dieses Jahr auch 512 GB beim höchsten Modell. Das kostet euch dann 1600 Euro. Mit Garantie sind es dann 1800 Euro. Manche kaufen sich dafür ein Auto, manche kaufen sich ein MacBook, ein iMac dafür. Manche kaufen sich ein iPhone dafür. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr einen 10er habt, ihr braucht absolut keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpasst. Der Prozessor ist schneller, wie gesagt, die Kameras sind besser, vorne und hinten. Besseres Wireless Charging, schnelleres LTE. Das war's. Beim 10S Max eben größeres Display, ja, ein bisschen mehr Akkulaufzeit, aber das war's auch schon. Mit dem 10er kommt man noch absolut zurecht. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das langsam läuft, dass es schlecht läuft. Es ist immer noch absolut das beste Handy, was ich jemals genutzt habe. Punkt.
Punkt. Warum hole ich mir das 10S Max? Erstens bin ich sehr, sehr gespannt auf das größere Display. Zweitens, ich möchte für euch Videos dazu machen. Und drittens, ich bin ein Apple-Freak. Ne? Ich muss alles Neueste von Apple haben. Ist eine Krankheit, die ich habe. Kann ich nichts dafür. Wenn ihr auch so eine Krankheit habt, ne, deswegen seid ihr Abonnent wahrscheinlich. Schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, welches Modell ihr bestellt habt, falls ihr euch ein 10S bestellt habt. Und ich will ständig XS sagen. Der Name ist echt bescheuert, oder? Für wen ist das 10S gedacht? Wie alle zwei Jahre, ein S-Modell ist nicht für Leute gedacht, die schon das Xer haben, das 6er, 6S. Ne? Also wer die Vorgeneration hat, kann dabei bleiben. Er verpasst absolut nichts. Falls ihr ein älteres Gerät habt, ein 6er, ein 7er, was auch immer, es lohnt sich. Ja, ihr habt die neueste Hardware, ja, das Gerät ist jahrelang wirklich ultraschnell. Was wollt ihr mehr? Ne? Wenn ihr das Geld habt, ihr unbedingt das Neueste haben möchtet und euer altes Gerät irgendwie zu langsam ist, kauft es euch, ihr könnt nichts falsch machen. Jetzt kommt die Frage natürlich, ihr habt ein altes Gerät und möchtet aber nicht so viel Geld ausgeben. Da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch mal umguckt nach gebrauchten 10ern oder ja, nach Angeboten mit neuen 10ern. Ne? Also es ist ein 10S ist draußen, es gibt viele Angebote fürs 10er, die günstiger sind. Viele, die aufs 10S upgraden, obwohl sie es nicht müssten, verkaufen jetzt ihr gebrauchtes 10er günstig. Da könnt ihr wirklich einen Schnapper machen, wenn ihr aufpasst. Das empfehle ich den Leuten, die nicht so viel Geld haben, trotzdem das neue Display möchten mit der Notch, Face ID und halt relativ neue Technik haben möchten. Als nächstes geht es um die neue Apple Watch. Apple hat die Series 4 vorgestellt und endlich, wie auch in den Leaks schon bekannt, haben wir ein neues Design, größeres Display, dünneres Gehäuse, dünnere Rahmen, schnellerer Prozessor, bessere Technik, was will man mehr? Also ich nutze noch die allererste Apple Watch, ne, also Series 0, wenn man es so nennen mag. Ich hatte zwar zwischenzeitlich die Series 3 mit LTE, Videos dazu findet ihr in der Beschreibung, trotzdem waren es nicht genug Neuerungen für mich. Die Apple Watch 3 war super, super schnell. LTE, ne, man konnte endlich ohne iPhone mit der Uhr draußen rumgehen, trotzdem Nachrichten schicken, trotzdem telefonieren, trotzdem Apps benutzen. Wirklich mega geil, trotzdem waren es für mich zu wenig Neuerungen. Jetzt haben wir endlich eine Series 4, größeres Display. Ja, wir haben anstatt 42 jetzt 44 mm. Der Rand ist dünner, heißt größeres Display, gleiches Gehäuse. Wirklich nice. Wir haben auch ein dünneres Gehäuse, worauf ich mich wirklich freue, weil die schon relativ ja, dick ist, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben mehr Platz auf dem Display. Wir haben mehr Möglichkeiten auf den Watchfaces Sachen darzustellen, freue ich mich wirklich darauf. Das ist die erste Apple Watch mit 64-Bit und einem Dual-Core-Prozessor, der doppelt so schnell sein soll. Series 3 war schon mega schnell. Ich weiß gar nicht, wie schnell Series 4 sein soll. Ich bin super gespannt, vor allem nach 3 Jahren mit der. Ich habe zwar ein paar Kratzer auf dem Display, ansonsten ist alles mega top. Einen Tag komme ich damit locker noch zurecht. Nachrichten empfangen, ja, Notifications, Uhrzeit, Activity-Ringe. Das geht alles noch damit, für den Rest ist sie zu langsam. Ja, nach 3 Jahren, was erwartet man? Das neueste Watch OS ist damit auch nicht mehr kompatibel, ne? Walkie-Talkie-Funktion und noch viel mehr geht bei der leider nicht. Umso mehr bin ich gespannt auf die neue Series 4. Ein weiteres cooles Feature, wie ich finde. Ihr könnt die alten Apple Watch Bänder weiter nutzen. Für Leute wie mich ganz super, ne? Weil ich habe ungefähr 10, 15 Bänder. Die könnt ihr trotzdem noch mit der Apple Watch Series 4 nutzen. Müsst ihr nicht alles neu kaufen. Ich kenne das noch von den scheiß iPhones, wenn die das Design mega geändert haben und du dann einfach nochmal lauter neue Hüllen kaufen musst. Kann man sich bei der Series 4 sparen. Die alten Bänder passen alle ohne Probleme, so dass Freaks wie ich kenne noch schlimmere, aber so Freaks wie ich, ja, die 10 oder mehr Bänder haben, auch die immer noch weiter nutzen können. Danke Apple. Ansonsten, die neue Apple Watch ist mehr wasserdicht, ne, also einen höheren IP-Standard. Ihr könnt damit schwimmen gehen, also mehr unter Wasser. Ich bin auch schon mit der allerersten schwimmen gegangen, im Chlorwasser, im Meerwasser. Ich gehe immer damit duschen, kein Problem damit. Die neue kann es jetzt offiziell, schön, ja, aber es hat vorher auch schon funktioniert, deswegen ist das jetzt nichts Neues. Die coolste Neuerung, finde ich, sind die Gesundheitssachen. Ne, wir haben einen neuen elektrischen Herzsensor, der den Puls messen kann und so weiter. In den USA gibt es auch die Funktion für ein EKG. In Europa kommt das erst später, aber wirklich eine sehr, sehr coole Sache, so ein EKG auf der Uhr immer mit dabei zu haben. Und die neue Funktion der Uhr, die misst ständig euren Puls. Ja, notiert sich das, schaut, okay, hat das ein bestimmtes Muster für irgendwie einen Herzanfall oder sowas. Dann bekommt ihr Bescheid,
geht mal zum Arzt oder pass mal auf, da Puls zu hoch, Puls zu niedrig. Wirklich eine sehr, sehr coole Sache, um seine Gesundheit besser im Auge zu haben. Ich finde es auch wirklich gut, wie Apple den Schritt gewagt hat. Mit der ersten Apple Watch waren sie noch so auf Fashion, ne? Das war so ein Fashion-Objekt. Und mit der neuen Apple Watch, mit der Series 3 und 4, besonders mit der 4, ist es mehr so ein Gesundheitsgadget. Ja, bei der ersten Apple Watch, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, echt Gold, was weiß ich, wie viel Karat, 18 Karat, 18.000 Euro, braucht kein Mensch. Bei der neuen Apple Watch, es gibt keine Keramik, es gibt keine Edition mehr, nur noch normal Aluminium und Edelstahl. Jede Apple Watch, die ihr kaufen könnt, hat dieselben Gesundheitsfunktionen. Ja? Auch dass jeder, der mit die günstigste nimmt, dieselben Gesundheitsfunktionen hat, wie der mehr Geld ausgibt. Das finde ich wirklich cool. Solche gesundheitsfördernden Produkte, sage ich jetzt mal, solche Gesundheitsprodukte mit Gesundheitsfaktor auch im kleinen Preissegment anzubieten, somit, dass jeder damit rumlaufen kann, finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Da muss man Apple wirklich einen Daumen nach oben geben. Ja, ich bin mega gespannt. Ich habe mir zum Vergleichen die Aluminium in Schwarz geholt, ja, damit man einen Farbvergleich hat. Eigentlich will ich ja die Edelstahl-Variante in Gold, die es jetzt neu gibt. Sieht mega schön aus, vor allem mit diesem Milanese-Armband. Boah, richtig geil. Die war nur später lieferbar und die gibt es nur als LTE-Variante. Also die werde ich wahrscheinlich später holen. Zum Anfang für die Videos habe ich den direkten Nachfolger von der Variante jetzt hier. Die Aluminiumuhr in Schwarz mit 44 mm GPS only. Also der direkte Nachfolger. Freue ich mich mega drauf. Soll auch Freitag kommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt es viele Videos zu. Und auch am Freitagabend, so gegen 20 Uhr, gibt es einen Livestream, wo ich Fragen beantworte, euch Tipps und Tricks zeige, irgendwie coole Sachen zu den neuen Produkten, also zum neuen iPhone und zur neuen Apple Watch. Ist auch mein erster Livestream hier auf YouTube. Freue ich mich. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen werde. Erste, letztes Mal vielleicht. Das war's dann auch schon. Ich habe alles zusammengefasst. Das 10S Max ist bestellt in Gold, bekommt ihr am Freitag. Die Apple Watch Series 4 in Schwarz zum Vergleichen hier ist bestellt. Später kommt noch die goldene Edelstahl-Variante. Viele, viele Videos, die euch am Freitag und auch am Wochenende begegnen. Ja, könnt ihr jetzt schon mal bitte auf Abonnieren drücken, falls ihr die sehen wollt. Falls ihr genauso Apple-verrückt seid wie ich, auf Abonnieren drücken. Schreibt in die Kommentare, was ihr bestellt habt von den Produkten. Und dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.